Willkommen zurück zu Project Zero 2 Crimson Butterfly. Ja, Leute, wir sind immer noch im Taribana-Haus. Und warum habe ich die Tür hier gerade doppelt gehört? Wahrscheinlich ist die hier drüben erst gerade zugefallen oder so. Keine Ahnung. Komisch. Ja. Jedenfalls. Haben wir hier hin und wieder ein Glöckchen gehört. Und das hat immer wieder darauf hingewiesen, dass hier in der Nähe jemand ist. Ja, und zwar immer, wenn wir so ein Glöckchen hören. Du konntest die Tür nicht öffnen. Sie muss innen festhängen. Etwas muss ich von innen blockieren. Ah, Moment. Ja, immer wenn ein Glöckchen war, war sie im Schrank. Oh mein Gott. Ja, das haben wir im letzten Part herausgefunden. Seitdem suchen wir sie hier im Haus. Wird besser gesagt, suche ich den Ausgang. Und bin hier immer wieder über den Weg gelaufen. Na komm. Weine nicht. Es ist gleich alles vorbei. Gib mir einen Fatal Frame Moment. Und ja. Ich... Ja, erlöse dich, wollte ich gerade sagen. Da ist mir natürlich meine Aufladung auch kaputt gemacht. Ja, das ist so eine Sache. Ja, jetzt hat sie mir mal Schaden gemacht. Endlich mal. Ah, verdammt. Ah, dabei will die Kleine doch einfach nur kuscheln. Nein, 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 nein. Irgendwie ist sie gerade schwerer zu treffen als die Male davor. Mädels, machen wir doch nicht so schwer. Ich will dir doch nur helfen. Zählt natürlich nicht. Obwohl es in meinen Augen ein Volltreffer war. Also direkt ins Gesicht. So, na gut, mehr oder minder unnütz die Linsenfähigkeit verballert. Aber, die macht es mir gerade echt nicht leicht. Mörtel, was soll das? Die Male davor war noch einfach so schön geklappt. Klingt hart, aber, ja... Schrei doch mal bitte wieder dein Leid raus. Dann warst du eigentlich immer ganz gut zu treffen. Komm schon. Ich tu dir doch nichts. Im Gegenteil, ich bin doch gekommen, um dich aus dem Schrank zu lassen. Ja, wir haben ja eine Notiz von dir gefunden. Sie ist ja, anscheinend die Schwester von Itsuki. Und Mutsuki hat eine Präsenz im Haus gespürt, obwohl sie weiß, dass eigentlich keine da sein sollte. Das war mal ein guter Treffer zur Abwechslung. Und ja, hat sich im Schrank versteckt, kam nicht mehr raus. Und das Glöckchen, das wir immer wieder hören, ist von Mitsuki. Es ist ja, zum einen ihr Glücksbringer und soll dabei helfen, dass Mitsuki sie findet. Gerade im Moment finde ich sie
gar nicht mehr. Doch, jetzt hat. Aber ich finde es komisch, dass ich in dem ganzen Spiel irgendwie noch keinen Kombo-Treffer hingekriegt habe. In Teil 3 sind sie so leicht. Das heißt, so leicht. Die Geister im dritten Teil sind schon schwerer als die im zweiten, aber ja, Kombo-Treffer gehen leichter von der Hand. Vielleicht liegt es einfach nur daran, weil sich in Teil 3 die Kamera wieder am ersten Teil orientiert. Mädel, was machst du da? Sieht das wie blöd ihr Glöckchen klingt? Was wird das? Sie hat geschrieben, ihre Augen sind nicht so gut. Mir kommt da gerade was. Habt ihr gerade gesehen, wie sie rumgelaufen ist? Kann es sein, dass die Gute blind ist? Dass das ihre Wahrnehmung ist? Oh mein Gott. Wow! Oh Gott. Ich muss schon sagen, irgendwie nimmt mich die Geschichte schon mit. Wenn das wirklich stimmt, was ich mir da gerade zusammenspinne, dann. Boah, Mädel, dann. Tust du mir noch mehr leid als zuvor. Komm schon, einmal noch. Nein, 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 nein. Hör auf, um mich rumzuflirren. Werden wir wieder klar. So. Oh, immer noch nicht. Beenden wir es. Für diese Runde. Ich weiß ja nicht, wie oft ich dich noch finden muss, aber. Glockenschlüssel. Mhm. Und Rotfleckkristall. Ja, Moment, liegt vielleicht noch was im Schrank? Nee. Gut, dann. Ja, hören wir uns den Rotfleckkristall mal an. Ach ja, das arme Mädel. Oh. Ich bin jetzt mehr zufällig drauf. Okay, okay. Chitose Tachibana. Moment. Muss ich jetzt natürlich auch schon lesen. Chitose Tachibana versteckt sich im Schrank. Sie hält Mio für Yai. Was? Chitose Tachibana war Itsukis und Mutsukis jüngere Schwester. Sie hing sehr an ihren Brüdern und hasste Yai und Sai, weil sie Itsuki einsperrten, als sie ihnen zur Flucht
verhalf. Sie hält Mio für Yai und greift sie an. Das zierliche Kind versteckte sich immer im Schrank, wenn Fremde das Haus besuchten. Als die Reue kam, versteckte sie sich im Schrank vor der Dunkelheit. Da sie zu ängstlich war, herauszukommen, erlebte sie das ganze Massaker von innen. Chitose starb in diesem Schrank. Na, das sage ich mal danke, dass wir zumindest ihren Namen erfahren haben. Auch wenn mir ein anderer Weg, wie wir ihn erfahren, ehrlich lieber gewesen wäre. Finde ich ein bisschen schade. Viele solche Informationen bekommt über die Memos bekommt man doch einige Informationen, die im Spiel nicht so vermittelt werden. Dass, ja, dass sie Chitose heißt, dass sie Yai und Sai nicht mochte. Leute, das hätte man doch ein bisschen besser ins Spiel einbinden können, oder? Gut, aber ich denke mal, das ist der Schlüssel, den wir für Mario brauchen. Ja, wenn ich jetzt noch wüsste, wo es zu ihr hingeht. Wartet mal. Ich muss auf jeden Fall in die erste Etage. Genau, dann ist sie hier. Wenn ich jetzt... Ja gut, ich werde jetzt am besten mal... Ja, ich gehe nach da. Gut, bleiben wir im Zwillingsraum. Sagen wir noch schnell unserem Zombie hier guten Tag. Wir sind gerade da oben die Beine aufgefallen, oder? So. Das da oben sah es in der Dunkelheit fast wie Beine aus irgendwie. Oder irgendwie Hände, die da runtergreifen dabei. Ja. Weil einfach nur diese Schleifchen hier im Bild. Ich hab das im ersten Moment echt für Beine jetzt gehalten. Egal, wie dem auch sei. Ich will jetzt noch zu Mayu gucken, ob es ihr gut geht oder ob wir stattdessen ja wieder in irgendeine Intrige oder Trugbild von Sai laufen. Und ich verfranz mich mal wieder total hier. Da wollte ich lang. Genau, hier geht's dann noch irgendwo nach oben. Moment mal, jetzt kommt's mir auch. Jetzt kommt's mir erst. Okay, das mit der Kiste nicht, aber wir hatten auch schon einen Film, wo jemand aus dem Schrank geklettert ist. Chitose. Ah, okay. Das dürfte dann hier irgendwo in der Nähe dann gewesen sein. Oder, jetzt muss ich doch mal gucken. Ja. Boah, aber das Haus wäre echt nichts für mich. Du brauchst ja schon fast einen Kompass für das Gebiet hier. Das wäre der Wahnsinn.
Ja. Was? Mayu ist nicht in dem Zimmer. Aber. Jetzt habe ich doch extra den Schlüssel gefunden. Spiel oder sei. Warum verarschst du mich so? Grünes Buch 5. Itsuki, ich bete, dass du dies liest. Ich kann nicht länger hier bleiben. Ich sagte Yae und Sai, dass ich sie am Tag der Zeremonie beide abholen würde. Wenn sie erst aus dem Dorf sind, werde ich mich um sie kümmern. Sorge dich nicht. Wenn sie hier raus sind, hole ich dich als nächstes. Ryotsu Munataka. Ryotsu Munataka, also echt, also wirklich. Gebundenes Tagebuch, denke ich mal. Wenn wir das Purpuropfer leisten, müssen Yae und Sae nicht das Ritual vollziehen. Aber wenn unser Ritual fehlschlägt, sind sie als Einzige für das nächste Ritual übrig. Ich muss Yae und Sae aus dem Dorf bringen. Der Schrecken muss enden. Es muss einen anderen Weg geben. Ich darf Yae und Sae nicht so leiden lassen. Der alte Gang unter dem Korea-Schrein ist versiegelt, seit zwei Zwillinge versucht haben, durch den Gang zu entkommen. Der Zeremonienmeister sagte, dass sie bei der Flucht durch einen Einsturz umkamen. Besorgt versiegelte der Zeremonienmeister den alten Baum, der nun als Schrein dient. Obwohl der Weg versiegelt ist, führt noch ein Gang hinaus. Man sollte das Dorf verlassen können, wenn man das Siegel bricht. Die Windradschlüssel, die das Siegel öffnen, werden seit Generationen von 4 verhüllten Priestern und deren Familien bewacht. Ich fand ein Windrad im Lagerhaus. Nachdem man durch den Gang gekommen ist, muss man nur durch den Wald rennen und sich bloß niemals umsehen. Aber werden die beiden diese Willenskraft haben? Das Buch ist definitiv von Itsuki. Tachibana-Wappen. Neuer Fluorit. Through here. We can get out of the village. Of course I won't leave you behind. I kept looking for you. Now let's get out of here. Mm-hmm.
Kapitel 8. Halbmond. The ritual. It's beginning. Hurry. We need to get to the old tree. Oh Mann. Oh Mann. Mir kam der Name Yae die ganze Zeit schon ja bekannt vor. Aber jetzt habe ich wirklich die Bestätigung. Ihr wisst ja, Yae und Sae sind aus dem Dorf geflohen. Doch, ja, Sae ist abgerutscht. Yae ist allein entkommen. Sae wurde gefasst ins Dorf zurückgebracht. Ja, und Yae, die entkommen ist, wurde, genau wie in dem Schreiben gerade genannt, von Ryozo Munetaka aufgenommen. Das ist die Yae, die wir in Project Zero 1 bekämpft haben, mein Gott. Tatsächlich. Und Itsuki wollte das Leiden beenden. Hat den beiden deswegen zur Flucht verholfen. Nachdem er seinen Bruder verloren hat. Er wollte ja nicht, dass sie genauso leiden müssen wie er und Mitsuki. Ja. Es ergibt wirklich alles Sinn. Aber Leute, bevor es hier weitergeht. Ja, was uns am alten Baum erwarten wird. Und wie sehr Mayu immer noch von Sae beeinflusst wird. Das sehen wir dann beim nächsten Mal. Bleibt dran. Ich glaube, jetzt geht's erst richtig los.